Herzlich willkommen zurück hier bei GTA 5 mit Franklin. Jetzt schauen wir mal erstmal nach den Aktien. Wie war das doch gleich? Wie hieß der? Irgendwas mit B, ne? Sind hier alphabetisch geordnet? Ja. Irgendwas mit B war es doch. Genau, die waren es. Und die müssten dann nochmal hochgehen, hat er gesagt. Das heißt, Live Invader haben wir ein bisschen Gewinn gemacht mit ihm hier. Das heißt, wir verkaufen die einfach mal. Und gucken dann, dass wir in diese anderen Hansel investieren. So. Und dann kaufen wir uns Aktien bei diesen hier. Kaufen. Ja. So. Und das machen wir dann noch bei allen drei anderen und dann wechseln wir wieder auf ihn hier. Vorausgesetzt, wir können wechseln. Na? Kann man nicht mal auf was Gerades kommen? So, kaufen, bestätigen, weiter. Zumachen? Kann ich wechseln? Kann ich nicht. Na egal, wenigstens ich habe mein Investment getätigt. Steht meine Karte noch da oben? Ausgezeichnet. Bildschirm geht wieder aus. Subi. Und dann können wir mal rüber gucken. Wow. So. Yeah. Mal sehen, ob sich dann das Investment lohnt. Ich meine generell, auch wenn die Hauptmission um ist, kann man sowas wahrscheinlich noch extrem viel machen, um Geld zu verdienen. Also, wir müssen das jetzt nicht unbedingt ausreizen, allerdings will ich das mal mitnehmen, um auch hier die Optionen des Spiels zu zeigen, also wie man auch zwischendurch richtig gut Geld verdienen kann. Das ja, finde ich, wenn man schon die Gelegenheit hat und die Mission macht, dann kann man das auch mal mitnehmen. Denn irgendwann gibt es ja eine richtig große Bude und eine richtig geile Karren. Also derzeit in der Mission nehme ich noch das Zeug, was uns sozusagen das Spiel dann normal zur Verfügung stellt. Aber früher oder später rischt man dann hier richtig knallhart auf. Deshalb braucht man ein bisschen Kohle. Die kann ruhig auch erstmal angelegt werden, aber später hauen wir dann die Kohle richtig auf den Kopf. So. Die Frage ist, müssen wir ganz hoch fahren, oder? So. Nein, wir müssen tatsächlich runter, oder? So weit hoch dann doch nicht. Oder ist es gar nicht in dem Parkhaus? Alter, ist es vielleicht gar nicht in dem Parkhaus oder bin ich jetzt hier gerade völlig bekloppt? Ach hier! Scheiße. Einfach mal auf den Behindertenparkplatz stellen. Es sind Wachen eingetroffen, um die Zielpersonen vom Hotel abzuholen. Zielpersonen vom Hotel. Hm. Und suchte einen Platz mit guter Sicht. Okay, okay, okay. Schalte die Zielperson aus.
Was ist denn die Zielperson? Checkout. Ich würde sagen, kann ich meine Karre nehmen? Dann würde ich nämlich gerne ein bisschen hochfahren. Checkout, 1 Minute. Alter. Nein. Stellen wir uns schon mal Abfahrt bereit. So. Oh, das ist fast zu hoch. Das ist zu hoch. Scheiße. Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can get through one day without some wannabe hippie waving an. Man, you get what you give out, Mr. Lowry. Nein! Kacke. Also ich muss mich dann gleich verstecken. Okay, sie finden mich gleich. Das habe ich jetzt verstanden. Und eigentlich muss ich gar nicht so hoch. Eigentlich reicht es ja, wenn ich eine Etage hochgehe oder so für einen leicht schrägen Einsichtpunkt. Das gucke ich jetzt einfach mal. So, stellen wir uns mal in Fluchtposition. Ja, hier ist es fast vernünftiger. So. So ist es doch 10-mal besser. Wie vorher mit unserer anderen Position. Let's move it out, people. We need this area cleared. Ja. Macht ihr nur. So. Geht's hier langsam rund? So. Jetzt müsst ihr gleich rauskommen. Und wir setzen einen Schuss und können dann eigentlich abhauen. Die Security müssen wir eigentlich gar nicht umbringen. Weiß nicht, warum ich das vorher wollte, aber ich denke, ich werde es lassen. Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can get through one day without some wannabe hippie waving an anti-globalization sign in my face. Was? We got a shooter! Take cover! Shots fired! Shots fired! Boss is down! Get an ambulance now! Der Boss ist am Boden, wir brauchen was. Nein, nicht hoch. Hallo. So. Okay. So, gut. Ich sehe nichts, mein Bildschirm. Scheiße. So. Oh, fuck. Okay, wir müssen es raufschaffen. In die Hills. So. Wir fahren jetzt einfach hoch in die Berge. Da kriegen sie uns nämlich nicht, sobald wir von Straßen weggehen. Und so lange müssen wir uns noch hoffen, dass da keiner direkt spawnt.
Scheiße. Ach du Kacke. So. Bestanden. Der Hotelmord. Was? Haben wir zu 9000 Euro gekriegt? Gut, okay. Yeah. Hey, it's done. I know. Good work. All right, well, shit. Let me know about the next game. Will do. But before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets, property. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man. Whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit! Man, I don't have to live with my crazy ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ah, I'm joking, that probably isn't gonna happen. It's yours, enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Geil. Jetzt brauche ich nur eine neue Karre, denn die hier ist am Arsch. Hey, du! Franklin hat jetzt eine neue Wohnung. Yeah. Und ich habe doch jetzt auch da Aktien gekauft. Hm? So, jetzt will ich doch mal gucken, wie es mit meinen Aktien hier aussieht. Was? Ach was. Die Location erkennen wir doch. Jetzt parken wir mal hier. Was? Warum? Damn, Popo, shit! Jung, fahr mal. Okay. Dann würde ich sagen, parken wir mal hier. Und gucken, was es mit unseren Finanzen auf sich hat. Wir sind im Falschen. Entschuldigung. Wir müssen rüber. Wow. Die haben ja richtig reingelangt. Die Jungs. Ich glaube, ich lasse die Aktie mal sogar noch in meinem Portfolio. In der Hoffnung, dass da vielleicht noch mehr hinzukommt. Ich meine, das können wir einfach mal gucken. Bisschen beobachten. Bis jetzt haben wir 25.000, das ist noch nicht so viel, die wir da gewonnen haben. Da warten wir zuerst mal ein bisschen ab. Das kann sich ja noch entwickeln. Aber generell ist es mit der Beeinflussung der Aktienkurse schon extrem geil. Was auch extrem geil ist, ist diese Karre. So, ich soll mal das Scharfschützengewehr wegnehmen. Vor allem die Farbe ist nicht schlecht. So, jetzt parken wir mal aus. Wow. Jetzt guck ich mal kurz rüber. Guns Ammunition, natürlich gibt es aber das Spam. So. Das heißt, jetzt können wir entweder zu Leicester. Oder wir gehen dann noch zu B, dem Fragezeichen. Eigentlich könnten wir das mal machen. Thanks. I love it too. So. Arschloch.
gucken wir mal. Yeah. Da hinten ist B. Oh, oh Gott. Yeah. Wow, 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 wow. Hallöchen, schöner Drift noch am Ende. Der ist tot, deshalb fällt er mit dem Kopf auf die Hupe. Was? Wie? Ach, die? Ja, okay, warte. Wenigstens haben wir jetzt die perfekte Karre dafür. So. Und die perfekte Spezialfähigkeit auch. Nein! Ach du Scheiße. Verdammt nochmal, damit habe ich nicht gerechnet. Scheiße. Damit habe ich also gar nicht gerechnet. Okay, jetzt ist natürlich die Mordskarre weg. Ach, Scheißdreck. Wo ist denn jetzt hier unser Ziel hin? Ach, da drüben. Ach komm, ich fahr jetzt mal wieder hier. Ach, hier war die U-Bahn. Ich war insofern nur minimal falsch beim letzten Mal. So kannst du mich wieder rückwärts rangieren. Danke. Wie? Die hält an? Das will ich jetzt sehen. Kann man da einsteigen im Sinne von... Kann ich da jetzt irgendwie beim Fahrer rein oder so? Irgendwie? Oder geht es nicht? Ich kann auf den Fahrer erschießen. Sie machen gerade nur Blödsinn, aber egal. Kommt jetzt auch noch ein Zug. Und zumindest nicht hier unten. Ja! Da kriegt er Schiss und haut ab, oder wie? Das ist ja bekloppt. Ist ja mal richtig bekloppt. Okay. Na gut. Dann fahren wir mal zu unserer Mission. Haben wir hier wieder ein bisschen rumgeblödelt. So, da hoch. Yeah. Congress was lied to by yellow journalism. Jetzt bin ich mal gespannt. Der ist. So I take it I can count on your attendance, friend. Huh? At the smoke inn. We're what? Yeah, we're gonna bring down the government by smoking weed together in a public place. It's very effective. I'm prepared to be a martyr, friend. Are you? Shit, if being a martyr means to smoke good weed, for sure. Would you like a little warm-up? You know, before you go and collect the supplies? Before I what? You know, get the supplies. Can't have a smoke in without smoke. You know, cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet protesting. Man, I don't know. It sounds kind of bullshit to me. We're gonna crush them with our resolve. Here. Have a little taste of that. Jetzt fängt er auch noch damit an und kriegt dann auch noch die gleichen Nebenwirkungen, oder wie? Mellow, sophisticated high. Naja, toll. Dry.
Can't you see the aliens? Man, what else are you taking? Man, this shit is garbage. Bin ich froh. Anyway, just get the stuff. It's a revolution, and then call me. Crazy motherfucker. Mann, bin ich froh, dass Franklin dermaßen trainiert ist, dass es kein Problem ist, sonst hätte ich jetzt hier auf die Riesenballerei. Naja, ist das der Blister Compact, den es in San Andreas gab? Geil! Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier beim Blister Compact bei GTA 5. Ciao!